Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1 Team. So, heute geht es um den großen Preis von Spanien. Und da sehen wir auch schon unsere hammerharten Rennziele. Wir konnten das Qualifying gerade so eben auf der Pole abschließen mit 100stel Vorsprung. Also schon echt knapp war das diesmal. Oh, wie ihr seht, Rennen auf dem zweiten Platz abschließen, also ist schon hier eine Ansage vom Team. Ja, der Rest wie immer, Rivale, Teamkollege. Und jetzt ist auch das Ziel für die Fahrermeisterschaft, zweiter Platz. Puhu. Sauber will's wissen. Ja, das kann ja heiter werden. Dann steigen wir mal gleich ein ins Rennen, da die Entwicklung immer noch dabei ist zu entwickeln. Guten Tag aus bekannter Umgebung. Spanien ruft zum Rennen auf und die Weltmeisterschaft ist immer noch offen. Die Fahrer des heutigen Grand Prix müssen sich den Tücken der Strecke stellen. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730 Meter Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Sauber startet also von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Raikkonen, Sebastian Vettel und Button. Alonso, Ricciardo, Perez und Max Verstappen. Hülkenberg, Sainz Junior, Marcus Ericsson und Grosjean. Wehrlein, Hayanto, Danny Quert und Valtteri Bottas. Gutierrez und Massa. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, schauen wir uns mal die Rennstrategie an. Die sieht soweit gut aus, da kann ich mit leben. Sprit haben wir auch genügend, also steigen wir gleich ins Rennen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Mal einen guten Start, perfekt. Sieht gut aus. Kommt gut in die erste Kurve, sehr schön. Gab es auch schon einen Führungswechsel. Wechsel hinter uns mal nicht. Rosberg hat Hamilton überholt. Kann sie auch schon ein bisschen absetzen. Ist gerade ein Rennen zwischen mir und Rosberg. Ein
viel zu weit rausgekommen. Ja, ein bisschen schneller als Rosberg. Noch ohne DRS. Aktiviert. Wir konnten uns über eine Sekunde absetzen. Perfekt. Sieht also alles gut aus. Jetzt muss nur der Boxenstopp klappen, auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, dass sich das Spiel jetzt echt sehr schnell anpasst. Also wir müssen jetzt schon richtig Gas geben, um die Teamziele zu erreichen. Also gar nicht so einfach, wie ich dachte. Aber es ist trotzdem schon sich ordentlich konzentrieren und abliefern. Also hat schon was gebracht, auch das Blitz-Qualifying zu wechseln und die Runden ein bisschen zu reduzieren. Das Ganze gleich viel schwieriger. Ich weiß nicht, aus dem Rücken ist gekommen. Weiter absetzen, sehr schön. Sieht gut aus. Wir brauchen auch ein bisschen Abstand für den Boxenstopp. Jetzt schon. Ist auch früh. Oh. Ne, die Reifen sind auch schon ganz schön runter. Ist das wohl okay? Und
gleich rauskomme. So, Team, dann gib mal Gas. Noch wird keiner rein. Dann bin ich der Einzige. Ist eigentlich ganz gut. Come on, Team, come on. Ja, sehr schön. Schöner Boxenstopp, Jungs. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Komm schön fast als letzter raus. Da sind wir jetzt. Macht aber nichts, weil keiner in die Box gefahren ist. Das ist ja auch krass. Das haben wir nicht, aber. Okay. Jetzt werden wir natürlich massiv aufgehalten. Müssen wir auf viel aufpassen. Jetzt verlieren wir auf jeden Fall ordentlich Zeit. Bisher geht's nicht ganz gut durch und kriegst sogar DRS zum ersten Mal. Na komm, das war knapp. Fahr lieber quert. Die waren auch schon vorbei. Wir sind zum Glück nicht so viel aufgehalten. Gehen jetzt die ersten an die Box. Das könnte eng werden. Sehr eng. Das könnte... Oh, da komme ich hier... Oh, scheiße, was ist das denn jetzt hier? Ja! Scheiße. Das war nicht gut. Da bin ich ja total von der Spur gekommen. Okay, jetzt ist Hamilton vor mir und ich muss eine 5 Sekunden Strafe absolvieren. Das ist natürlich gar nicht gut. Das wird schwierig hier. Kampfflug bringt nichts. Und ich kriege die S jetzt. Sorry, aber das war nicht beabsichtigt. Zum Glück keine Strafe. Krass, wie lange fahren die denn alle? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt heißt es auf jeden Fall aufholen. Wir liegen nur eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Jo, hab ich gerade überholt. Vorne ist Status Konkurrent. Der Abstand beträgt 6,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42. Keine Chance hier. Wo fahre ich jetzt, gegen Rosberg oder gegen wen fahre ich jetzt hier? Gegen wen fahre ich? Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Vettel und Ricardo.
ist doch glaube ich nicht vorne, oder? Ja, warten wir mal ab. Wir werden aber auf jeden Fall mit Fett durchfahren können, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Können wir hier ordentlich Gas geben. Also 4 Runden sind es auch nicht mehr, 8 Stück nur noch. Vorne gehen wir ganz schön Gas. Sich ganz schön Gas geben hier. Nicht anstrengen. Jetzt kommen wir ein bisschen ran. Dank DRS. Stop-and-go-Strafe. Das sieht nicht gut aus aktuell. Das war knapp. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Wer war denn da? Hey, Marianto. Oh, da haben wir Rosberg wieder. Oh, das wäre allein. Auf jeden Fall erstmal und sind wieder Platz 1. Mussten doch noch alle in die Box, das hätte ich ja nicht gedacht jetzt. Bin mal gespannt.
das hier noch gibt. 5 Sekunden müssen wir auf jeden Fall rausholen. Ich bin der Meinung, dass das eine Stop-and-Go-Strafe war. Es kam bisher noch keine Erinnerung. Ich bin gespannt. Dass wir genug groß beschleunigt haben. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Ja, jetzt DRS. Reicht aber nicht. Rosberg aber auch nicht los. Krass, wie der dran bleibt aktuell. Ja, ein Fahrfehler. Jetzt hat er wieder DRS. Kommt wieder ran. Oh, scheiße. Toll verbremst. Der klebt mir am Arsch jetzt hier. Gleich aus dem Windschatten raus. Ich fürchte, dass mein Tank zu voll ist. Deswegen hier nicht so richtig wegkomme. Das muss ich mir für den nächsten Rennen merken. Ich muss ein bisschen weniger Benzin mitnehmen. Das ist zu viel. Nicht los. Ist er nicht. Das Hamilton kommt auch immer dicht, habe ich das Gefühl. Wir haben hier noch 3,5 Sekunden, das reicht noch nicht für den zweiten Platz. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir sind einfach nicht los, den Rosberg. Gibt alles, der Nico.
Jetzt sitzt du dich dran. Oh, wir fahren weiter Kampflinie. Oh, da habe ich auf die Karte geguckt. Gleich ein Fehler. Das sieht nicht gut aus. Abstand zu Hamilton wird auch nicht größer. Ah, den einen scheiß 5 Sekunden Strafenfehler. Scheiße, was war das denn? Na, jetzt ist er vorbei. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, war ich doch nicht. Aber ja, leider sowieso nichts durch die 5-Sekunden-Strafe. Mist. Das wird zum ersten Mal Teamziel verfehlt. Oh, oh, warum bin ich denn so langsam? Verstehe ich nicht. Na gut. Ja, wahrscheinlich Sprit legen, viel zu viel Sprit mit. Schön, wenn er leer wäre. Irgendwie ist es schneller. Wir haben hier auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Na, wenigstens erst am Ziel, aber leider nicht. Am Ende. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert. Das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Nee, verlangt habt ihr Zweiter. Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Während das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerehrung. Sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Gar nicht so einfach, aber alles in allem würde ich sagen Nico Rosberg. Er ist von Beginn an nahezu fehlerlos unterwegs gewesen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Ja, das war ja doch noch ganz schön spannend. Also ich hätte ehrlich gesagt, dass das hier ein Pole-Sieg wird auf der Strecke. Tja, du kannst gehen. Gut, wäre die Strafe nicht gewesen, wäre es natürlich auch
passiert. Aber so ist es eben. Uns die Runde hier nochmal ansehen. Es war auf jeden Fall von Anfang an ein Rennen zwischen Nico und mir. Wir konnten uns gleich absetzen. Ich würde gerne nochmal zu der Stelle, wo ich mir die 5 Sekunden eingehandelt habe. Aber nach dem Boxenstopp. Ja, das war natürlich nicht so glücklich. Da komme ich ab und zack. Den habe ich glaube ich sogar aus dem Rennen gekickt, ne? Das war natürlich auch gerechtfertigt. Die Strafe. Ja, okay, habe ich verdient. Auf jeden Fall. Gut, schauen wir uns mal die Punkte an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute entscheide ich mich für Nico Rosberg. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Gut, also wir bleiben auf dem zweiten Platz. Ist ja auch schon mal was. Obwohl wir Dritter geworden sind. Und Konstrukteur bleiben wir auch auf dem dritten Platz. Also noch alles im Rennen für die Fahrermeisterschaft. So, können wir uns 479 Punkte sammeln. Sehr gut. So, nee, haben wir insgesamt. Jetzt 559. Qualität haben wir wahrscheinlich gewonnen jetzt schon. Die haben wir gewonnen, die Rivalität. Tschüss, Ricardo. Gut. Okay. Das war ja doch noch ganz schön spannend.
springen wir gleich mal ins nächste Wochenende. Gucken, ob unsere Entwicklung fertig ist. Monaco, yippie. Meine Hassstrecke. Da freue ich mich schon drauf. Nicht. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben. Wir wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Jo, der Heckflügel. Gut, Luftwiderstand wieder reduziert. Eine Verbesserung der Heckflügel-Endplatten sorgt dafür, dass die durch den Heckflügel entstehenden Turbulenzen und damit der Luftwiderstand verringert werden. Sehr gut. Auf welchem Platz sind wir dann? Sind wir immer noch hinter McLaren Honda? Okay. Alles klar. Interessant. Viel zum Forschen haben wir aber auch nicht mehr. Nur noch den Abtrieb können wir machen. Das schiebt uns auf jeden Fall vor McLaren Honda. Aber ich glaube nicht vor Manor Racing. Wohl ganz knapp, glaube ich. Könnten wir wieder drittstärkste Team werden. Ja. Bin mal gespannt, was dann passiert. Ob wir hier noch irgendwas bekommen oder ob es das dann war mit dem Team. Ob da nichts mehr zu forschen geht und zu entwickeln. Gut, aber das sparen wir uns fürs nächste Rennen auf. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Freue mich über ein Abo, Kommentar oder Like. Und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.